Alle Kopfhörer ein, Nigel, wirklich. Ja. Das muss ich dir lassen. Willkommen. Du bist die Scheiße, machst du mal die Kopfhörer auf und mach die Augen zu. Okay, willkommen. Scheiße, immer noch was. Das was? Ja nichts. Was ist denn das? Die Kacktüte. Hä? Beweg dich. Ich ging. Ich kann nichts anderes tun als gehen. Dann sah ich mich vor mir hergehen. Was? Die tischsprechende Tüte ist klar. Passen Sie auf. Der Spalt unter der Tür. Das ist eine andere Realität. Ja, das habe ich mir auch schon fast gedacht. Ich glaube nicht. Scheiße, Alter. So, jetzt, wir sind schon so durchgeknallt. Ja, wie soll ich sagen, dass wir mit einer Tüte... Alter! Dass wir mit einer sprechenden, blutigen Tüte sprechen. Also wirklich. Ja. Hilfe. Alter! Alter! Der Schatten! Der Schatten! Oh, fick dich, Mutti! Die ist hinter mir! Wenn du dich umdrehst, ich hörst du, ich schlag dich. Ich will mich auch nicht umdrehen. Bleiben Sie dran, dass erst der Anfang? Ich hab schon jetzt keinen Bock mehr, Alter! Halt die Fresse! Du wolltest noch einen Part machen, nicht ich! Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt noch einen Part machen will, ey. Ich muss doch... Alter, dieser Schatten, Alter, dieser Schatten! Ich sterbe an Herzinfarkt, ey. Ey, wirklich. Warum ist jetzt... So. Es beginnt schon, ich sterbe. Was? Kann niemand das Teil schon, ey? Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Leute, kurz Pause, wir müssen jetzt mal reden. Ernsthaft, wir müssen mal ein Gespräch jetzt mal führen. Wenn ihr... Wirklich, Eier, das ist härter als Outlast, sage ich euch. Das hat zwar ein leichtes Grundprinzip, du läufst immer denselben Gang an, aber es ist heftiger als Outlast. Jetzt habe ich lieber so wieder Outlast spielen. Ja, wirklich. Also wir beide haben jetzt keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, warum wir erst den zweiten Part erst gemacht haben. Also. Dein letztes Part hat so gut geendet mit den halben Herzen und ich lag am Boden. Ja. Also wirklich, wenn ihr euch das Spiel gerne antun wollt, dann... Ihr könnt's selber. Ja, macht selber. Ihr könnt es euch ja gratis runterladen beim PlayStation Store. PlayStation Store. Also, ich weiß jetzt nicht, bei Xbox, keine Ahnung. Xbox One. Oder guckt euch bei Gronkh an. Gronkh, ihr Best of PT. Bei Gronkh, da könnt ihr es euch angucken. Aber wir, wirklich, ich weiß nicht, ob wir jemals mal wieder noch das uns antun werden. Das ist wirklich, ihr seht es ja selber, das ist heftig. Also wirklich, das spiele ich lieber Siren Blood Cruise. Oder sonst was. Vier, sonst was. Aber. Ist hier das Zombie-Spiel, was du mir gezeigt hast? Hä? Die Zombie-Spieler. Zombie? Zero Blood Crew. Ja. Ja. Ist das, was du mir damals gezeigt hast? Ja. PS3? Ja. Fick dich. Gerne doch. Nee, also wirklich. Yeah. Tut mir leid, dass wir werden auch gleich aufhören, das machen können wir nicht. Wirklich. Wir haben schon Horrorspiele durchgezogen, aber so viele wie Kronk zum Beispiel, yeah. Zockt ja nur sowas. Krankes, wirklich, das können wir noch nicht, bestimmt irgendwann mal bald, aber noch nicht, wirklich. Definitiv wissen wir mal, dieses Light, Tyler. Dying Light, also nicht dieses Zombie-Spiel. Ach, Daylight. Daylight. I wanna be daylight in your eyes. Na gut. Guck dir das Best-of an, ich find's. Ich find's ja, von Kong das Best-of. Mann, fucking wann? Folge geht aus. Mann, fucking wann? Folge geht aus. Ja, also ich, das ist auch gleich, wenn ihr bei Kong da... reingeht, dann steht er gleich hier Best of Daylight. Kann sein, aber... Wirklich, wir hören jetzt auf. Tut mir leid, dass der Part verschissen kurz ist. Aber dafür ist er der erste Part. Lang genug und da ging ja auch schon viel Scheiße ab. Vielleicht... Das war scheiße. Vielleicht irgendwann in ein paar Jahren tun wir uns das mal wieder an, wenn wir älter sind. Wenn aber, ich sterben will. Oder wenn wir sterben wollen an Herzinfarkt, dann tun wir uns dieses Spiel an. Wirklich, das hilft vielleicht. Ey, da kannst du wirklich, wenn du dich... selbst ermorden willst, spiel das Spiel, dann kriegst du Herzinfarkt und stirbst. Ja. Wirklich, das bringt was. Muss man vorstellen, PT, das Selbstmordspiel. Also wirklich, wir hören jetzt auf. Und. Spielen auf irgendwas anderes. Ja, vielleicht Mafia. Hello Kitty. Oder Helly. Hello Kitty weiter. Oder. Achso. Irgend so ein tolles, liebevolles, freundliches Spiel, wo du dich zu 100% nicht gruseln kannst. Oder gucken einen schönen Film wie Saw 7. Genau. Da, wo wir uns. Ja, egal. Ich sag euch, hoffentlich. Wenn ihr wirklich. Das
Spiel schmolzen, tritt in die Eier. Mit High Heels. Ja. Mit High Heels, genau. Ja. Boah. Tut mir wirklich leid. Das wollte ich nicht in dem zweiten Part jetzt mehr zeigen. Wir können es einfach nicht. Wir können es einfach nicht. Ihr könnt ja mal selber in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel bis jetzt findet. Ob ihr euch sogar selber mal, ob ihr es vielleicht schon kennt, kann ja auch sein, dass ihr es schon irgendwie kennt. Oder euch mal unbedingt holen wollt. Könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Und ja, auch Horror-Spiele-Tipps wären immer super. Oder generell auch andere Spiele-Tipps, ja, immer super. Wir haben ja schon von euch ein paar Spiele-Tipps gekriegt. Das finden wir richtig geil. Ja. Macht nur weiter so. Zum Großteil können wir sogar auch Spiele spielen. Ja, zum Großteil können wir sie auch spielen. Außer als erstes wollen wir die drei Spiele vielleicht bekommen. Genau. Gears of War wird, also Gears of War und Army of Two kommt erstmal nicht. Ja. Denn ich habe meinen Controller vergessen. Sorry! Ist natürlich, und alleine das jetzt zu spielen, wäre auch blöd. Ja. Das haben wir schon zu zweit angefangen und wir beenden es auch zu zweit. So. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, bevor ich dieses Dreckspiel entferne? Nein, nicht entferne, also aufhöre. Ich werde es auf jeden Fall nicht löschen, aber. Das wollte ich schon mit davor sagen. Ich muss aufs Klo. Hoffentlich begegnest du dich die Omi. Omi, sag ich schon, Mutti. Hast du einen Baseballschläger oder so? Ich muss dich verteidigen. Ich hatte doch mal die eine. Ich hatte doch mal die eine Gitarre, leider habe ich sie jetzt nicht mehr. Als hättest du sie nehmen können. Ich komme nicht wieder. Ja, viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ne, ehrlich. Wenn ihr Bock auf das Spiel habt, tut es euch selber an. Ihr, ich habe es euch ja gesagt, wie ihr es euch holen könnt. Ja, also wirklich, das ist eins dieser Horrorspiele, die können wir noch nicht. Vielleicht irgendwann mal, aber noch nicht, wirklich. Da sind wir noch nicht bereit. Dann lieber 4 oder Outlast oder sonst ein Horrorspiel spielen, aber das noch nicht, ne. Das ist wirklich eine Schippe zu heftig für uns. Für viele war das, glaube ich, auch eigentlich heftig, wenn ich mich so erinnere. Ja. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Heftig, heftig, heftig. Also was es so für kranke Horrorspiele gibt. Also wenn ihr nach kranken Horrorspielen sucht, das ist schon mal auf Platz Nummer bei uns, auf Platz Nummer 1 eigentlich. Wirklich eins der heftigsten Horrorspiele, die wir uns jemals gespielt haben. Ja. Ich habe es auch mal weitergespielt, wirklich, aber da. Aber jetzt ein zweites Mal bis dorthin kommen, nee, das schaffe ich nicht. Ich würde sagen. Ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Ja. Tut mir wirklich leid, dass wir euch nicht jetzt mehr zeigen wollen. Also zeigen wir euch jetzt mehr. Hoffentlich mal so. Okay, nein, Spaß, wir hören jetzt wirklich auf. Das war jetzt ein Spaß, mein Gott. Aber ich hat es euch gefallen. Daumen hoch geben, obwohl es nur ja, 8 Minuten eigentlich Quatsche ist. Trotzdem gibt's schön Daumen hoch. Und wir sehen uns bei irgendeinem anderen Horrorspiel und sonst was. Tschüss! Okay, dann ciao. Warte. Ja, wir müssen noch kommentieren, abonnieren. Ja, kommentieren, ja. Ja, dann. Ihr wisst es ja. Tschüss.